Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier, wenn ihr euch für das Thema Börse, Investment und Trading interessiert. Wir machen heute weiter mit unserer Ken Slim Reihe und nachdem wir jetzt schon 4 Buchstaben abgearbeitet haben, kommen wir jetzt zum 5., nämlich zum L. Und für was der steht, darum geht's im aktuellen Video. Der Buchstabe L in der Bezeichnung Ken Slim steht für den englischen Ausdruck Leader or Laggard, auf gut Deutsch Anführer oder Nachzügler. Was ist damit gemeint? William O'Neill, der diese Methode entwickelt hat, der hat herausgefunden, und da ist er auch nicht der Erste gewesen, sondern das ist ein relativ bekanntes Konzept, dass es Sinn macht, wenn man eben Aktien kauft, die ein gewisses Momentum aufweisen. Das heißt also, William O'Neill empfiehlt ganz konkret, die führenden Aktien im führenden Sektor zu kaufen. Dazu müssen wir wissen, wenn wir beispielsweise jetzt einmal den S&P 500 hernehmen oder auch den Nasdaq, dass das natürlich ganz unterschiedliche Aktien sind, die jeweils in diesen Indizes beinhaltet sind. Also da gibt es die Finanztitel, da gibt es die Biotechs, da gibt es die Gesundheitsaktien, da gibt es die Rohstoffe, die Finanzindustrie und so weiter und so fort. Also ganz viele verschiedene Sektoren. Und jetzt kann man ja schon mal als allererstes hergehen und kann sagen, okay, wie verhalten sich denn die einzelnen Sektoren zueinander? Weil es ist ja nicht so, dass man sagt, der Aktienmarkt geht nach oben oder der geht nach unten und alle Aktien entwickeln sich dann gleich, sondern es gibt immer Aktien, die laufen sehr viel besser als der Index und es gibt aber auch Aktien, die laufen sehr viel schlechter als der Index. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir schauen uns einfach mal 2 Sektoren aus dem S&P 500 an. Ich habe euch das hier im Chart einmal zusammengestellt. Das eine ist die Finanzindustrie und das andere sind Aktien, die nennt man Material, also auf gut Deutsch alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Rohstoffen zu tun hat. Soll also heißen, da sind Goldminen enthalten, da sind Bergbauunternehmen enthalten, da sind auch Firmen enthalten, die Rohstoffe verarbeiten, Fleischverarbeiter und so weiter und so fort. All das ist in diesem Material Select Sektor enthalten. Wenn ihr euch jetzt diesen Chart einmal genau anschaut, dann seht ihr, dass die Finanz, also das ist jetzt mal der Vergleich, seit Beginn des Jahres 2016, und da seht ihr, dass eben die Rohstoffwerte sehr, sehr gut gelaufen sind, mittlerweile eine sehr schöne zweistellige Performance, 14% ungefähr seit Jahresanfang, wohingegen die Finanzwerte, also sprich Banken, Versicherungen etc., eigentlich kaum vorangekommen sind, sondern eher plus minus null sich entwickelt haben. So, jetzt fragt man sich ja, welche Aktien würde denn die Masse kaufen? Und vom rein Logischen könnte man denken, na, die würden dann auch die Aktien kaufen, die gut gelaufen sind. Es ist aber das Gegenteil der Fall. Die meisten Leute kaufen tatsächlich zurückgebliebenen Aktien und zwar aus folgendem Grund. Es gibt immer so dieses Denken, dass man sagt, ich kann doch diese Aktie nicht mehr kaufen, wenn die schon so gut gelaufen ist. Da kaufe ich lieber mal den Nachzügler, weil der muss ja auch kommen. Das widerspricht aber vollkommen dieser Idee des Momentums, nämlich dass das, was einmal in Bewegung ist, eine sehr große Wahrscheinlichkeit hat, dass es dann auch weiter in Bewegung bleibt, als dass eben die Nachzügler auch endlich anfangen zu laufen. Es kommt immer wieder zu Sektorrotationen, das heißt, mal läuft der eine Sektor besser, mal läuft der andere, aber das ist eben nicht von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche, sondern zieht sich oftmals über viele Wochen, Monate, teilweise sogar über Jahre hin. Und da macht es also definitiv Sinn, und das ist auch das, was Steve O'Neill in seinem Buch beschreibt, dass man eben wirklich in die führenden Sektoren investiert und dann eben noch darin in die führenden Aktien aus diesem Sektor heraus. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, wir hätten jetzt die Restaurantbetriebe, in den USA gibt es ja sehr, sehr viele Firmen, die an der Börse sind, die Restaurants betreiben, Fast Food und alles Mögliche. Und wenn du die jetzt mal als Gruppe hernehmen würdest, dann macht es, und die würden sehr gut laufen insgesamt als Gruppe, dann macht es eben am meisten Sinn zu sagen, okay, dann kaufe ich den Leader, also den Anführer, die Aktie, die am stärksten ist. Damit man das Ganze jetzt so ein bisschen objektiv machen kann, hat O'Neill etwas
auch herangenommen. Da seht ihr auch wieder, der hat auch nicht alles neu erfunden, sondern der hat natürlich auf Dinge zurückgegriffen, die es schon gab. Und zwar auf das Konzept der relativen Stärke. Dieses Konzept der relativen Stärke ist eigentlich bekannt in Handelskreisen. Wenn es euch ganz genau interessiert, wenn ihr sagt, ihr wollt mal ganz genau wissen, wie ist denn das Konzept der relativen Stärke, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann kann ich das gerne hier mal in ein paar Videos aufgreifen. Und ganz grob gesagt ist es so, man vergleicht die Performance einer einzelnen Aktie mit einem Index. So, also man sagt, okay, Aktie XY gegenüber dem Index. Machen wir mal hier ein Beispiel einer aktuellen Ken Slim Aktie. Und zwar das Symbol dieser Aktie heißt SIMO, Silicon Motion Technology. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und wir vergleichen mal die Aktie seit Beginn des Jahres mit dem Nasdaq. Warum? Weil die ist im Nasdaq enthalten. Und da seht ihr, dass der, ich blende euch hier nochmal den Chart ein, dass die Aktie seit Beginn des Jahres 70% gestiegen ist, der Nasdaq dagegen nur roundabout 2%. Und da ist doch jetzt die Frage, wo wollt ihr investiert sein? Wollt ihr in so einer starken Aktie investiert sein oder würdet ihr lieber eine Aktie aus dem Nasdaq haben wollen, die nicht so gut läuft? Das ist eine Aktie, die momentan eine extrem große relative Stärke hat und wo es sich also nach Ken Slim Richtlinien lohnt zu investieren als ein Bestandteil. Es gibt ja wie gesagt insgesamt 7. Und nochmal dieses, was viele das Problem haben, kann man denn wirklich in solche Aktien investieren, die schon so gut gelaufen sind? Und deswegen ziehen wir den Chart mal ein bisschen weiter auf und schauen uns den mal an, wie sieht es denn langfristig aus? Wir machen mal wieder den Vergleich seit 2009. Ihr wisst, seit 2009 die Aktienmärkte nach der Finanzkrise super gelaufen. Der Nasdaq 350% gegangen, also das ist schon eine ordentliche Bewegung. Aber jetzt schaut euch diese Aktie an. Diese Aktie ist weit über 2000% gestiegen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet nach 100% Anstieg gesagt, naja, ich gehe lieber aus der Aktie raus. Weil die ist ja schon so weit gelaufen, die kann doch gar nicht mehr so weit gehen. Ne? Und das ist eben das Konzept der relativen Stärke, das Momentum-Konzept, dass man sagt, wenn Aktien einmal laufen, dann bleibt man auch drin und dann versucht man diesen Run lange, wie es geht, mitzumachen. Nochmal vielleicht zur Verdeutlichung, es geht hier nicht darum bei Ken Slim, das ist ein Trading-Ansatz, ne? Also wo man Wochen, ein paar Monate dabei ist. Es geht nicht darum, die nächste Apple zu finden. Es geht auch nicht darum, 1000% zu machen mit irgendeiner Aktie, sondern dass man einfach sagt, okay, ich habe Aktien, die sind stark und die will ich kaufen, um eben einfach mehr als der Markt zu verdienen. Man will mit Ken Slim den Markt schlagen. Das ist das Einzige, was man machen will. Man möchte ja nicht langfristig Aktien finden. Wäre schön, ne? Aber das ist gar nicht Sinn und Zweck, die irgendwie 10.000% sich entwickeln. Okay, das war es jetzt zum Buchstabe L. Kauft also die führenden Aktien in einem Sektor. Es fehlen immer noch zwei Buchstaben, das I und das M. Und die machen wir dann in den nächsten Videos. Ich freue mich in der Zwischenzeit auf eure Kommentare. Schreibt die mir einfach unten rein. Was habt ihr für Erfahrungen? Macht ihr das auch so? Kauft ihr auch solche Aktien? Wie findet ihr solche Aktien? Ich werde euch auch noch zeigen, wie ihr das scannen könnt. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg an der Börse. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.